Gut, was haben wir da entdeckt? Das wird ihr uns nicht glauben. Das Auto ist nagelneu. Der Kunde hat das noch vor einer Woche neu geholt. Ich habe von ihr auch. Ja, das also du merkst auch, wenn du drauf gehst, dass das hier glatt ist und dann wird's rau. Ist das so ein Auto? Kostet sechsstellig? Locker. Ja. Nee, das ist, also die Schraube wird auch. Also meine Tochter ist. So ist er sechs. Selbst sie würde sagen, hier stimmt was nicht. Klar. Wie viel Prozent würdest du sagen, das ist Unfall? Zu 100%. Alle Schrauben wurden gelöst. Im unteren Bereich, die Schrauben wurden gelöst. Wir wollten gerade anfangen, das auseinanderzubauen. Da kam ein Kunde, dann haben wir ja aufgehört, weiter zu filmen und haben gewartet, bis der Kunde weggeht. Haben wir das Auto angeschaut. Das ist der ganz neue GLE AMG 400er Diesel. Und was haben wir da entdeckt? Das wird ihr uns nicht glauben. Das Auto ist nagelneu. Der Kunde hat das noch vor einer Woche neu geholt. Also hier, die Schraube ist komplett anders, ne? Ja. Hier ist ein Randfleck. Ja. Ja. Und der Klarlack ist hier ein bisschen rau. Ja. Ne? Auf der anderen Seite ist er viel glatter. Also, ich glaube, der wurde hier so zerkratzt, ne, beim Parken oder so. Ja. Das ist der Kunde. Also, eine Frage: Du hast das Auto nagelneu geholt. Ne? Nagelneu, ja. Wusstest du das? Nein. Hast du auch nicht nachlackiert oder so? Nein. Du bist jetzt hier hingekommen wegen dem Mercedes. 300. Richtig. Okay, ja, ne? Richtig. Also, wir haben uns den Wagen angeschaut und dann habe ich hier ein Klebeband gesehen. Ne? Da dachte ich, hä? Hab das abgerissen, hab ich den Kunden gegeben. Die Felgen sind lackiert. Ja, ich dachte, die Felgen sind lackiert. Und dann haben wir uns den natürlich genauer angeschaut. Und jetzt achtet mal das hier, Leute. Guckt euch mal die Spaltmaße hier an. Die Schraube habt ihr ja gesehen. Guckt euch einmal hier die Schraube an. Und guckt euch mal diese Spaltmaße an. Sogar das ist schon zu viel, ne, Tugay? Ja. Also ich sag mal so, guck mal, das ist ja alles richtig verständlich, aber die Schraube hier oben, das reicht doch schon, ein Hauptscheinwerfer versucht zu montieren, egal was damit war. Mercedes niemals also, rausgeht. Ja, ne? Das ist aber ganz traurig. Ja, also wir wollen jetzt hier keinem was unterstellen, weil er hat den Nagel neu bei Mercedes, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding, ne, als wird der Scheinwerfer auseinandergebaut und dann zusammen. Aktuell erst 1200 Kilometer runter. Eine Woche alt das Auto. Genau. Aber man sieht das, ne? Also. Also der Klarlack ist viel rauer da. Ja, aber guck mal, was ich auch hier sehe, der wurde ein bisschen poliert. Merkst du das? Siehst du das? Guck mal, hier wurde der poliert. Bisschen. Das sehe ich aber von hier auch. Ja, das sieht. Also du merkst auch, wenn du drauf gehst, dass das hier glatt ist und dann wird's rau. Also krass. Hier hast du ungefähr die Struktur. Die Struktur. Hä, hey, Alter, jetzt ganz ehrlich, was macht man denn jetzt? Also der Kunde hat gerade bei Mercedes angerufen. Ja. Beim Dekra. Und beim Dekra angerufen. Einfach mal Dekra nochmal nachschauen lassen hier. Der O sagt ja schon, der wurde lackiert. Das sieht man ja auch augenscheinlich, ne? Jetzt meine Frage wäre, wenn Dekra jetzt sagt, ja, hier hätte mal Unfall gehabt oder wurde beilackiert. Dann gehst du Mercedes. Das Problem ist, du hast ja unterschrieben, dass du den Wagen abgeholt hast. Jetzt musst du jetzt beweisen, dass du da nichts gemacht hast oder muss jetzt Mercedes beweisen? Ja, das Auto ist nagelneu, man weiß ja nicht mal, wie die Stoßstange abgebaut wird. Genau. Ja, also ist. Das sieht man, ne? Das ist krass. Also, ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade auch schockiert. Also, ich bin selber schockiert. Also, sorry für den Kunden, dass ich jetzt sowas gesehen habe. Das ärgert ihn natürlich auch, ne? Weil das Auto, glaub ich, so ein Auto kostet sechsstellig locker. Ja. Locker sechsstellig, ja, ne? Ja, ja, das merkst du richtig. Ja, das spürst du richtig. Spürst du richtig. Weißt du, was ich glaube? Hier, ne? Ja, die haben hier genau und hier lackiert. Genau. Und ich schätze mal. Höchstwahrscheinlich ein Transportschaden gewesen. Ach, guck mal hier. Ja, guck mal, wie tief dieser Scheinwerfer ist. Genau. Guck mal, also, das ist ja auch. Guck mal hier, geh, guck mal hier. Ich bitte dich doch. Genau, und das liegt ja da dran. Hier sitzt er ja richtig. Ja. Ne? Und hier siehst du, das sind die, ich sag mal, ein Zentimeter, was halt hier rauskommen muss. Also normalerweise müssen wir hier jetzt locker und dann leicht rausdrücken und ganz normal befestigen. Aber, wir fassen natürlich ja, gar nichts an. Aber ganz ehrlich, ey, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mercedes einen Kunden so rausschickt. Traurig, aber wahr. Ja, aber vielleicht war das ja der Typ, der die Autos ausgepackt hat. Vielleicht ja, weiß ja Mercedes nicht mehr davon.
Das kann natürlich auch sein. Also ich will hier echt keinen was unterstellen. Also wir wollen, wie gesagt, wir lieben Mercedes, wir fahren privat auch nur Mercedes, alt oder neu, egal. Also Kermabe, ich hoffe mal, da ist nichts dran und da ist ein Fehler. Und wenn da ein Unfall ist, wünsche ich dir die Hälfte des Preises zurück. Sei dir gegönnt. Also, aber... Ja, ich bin mal gespannt, was Sache ist. Auch wenn es Neuwagen ist, Leasing ist, guckt euch eure Autos an. Ehrlich. Achtet mal, nicht mal richtige Fußspuren noch drunter. Boah, das ist aber geil, ne? Hier. Also vielleicht können wir eine Probefahrt fahren, vielleicht entdecken wir noch was. Kilometerstand hast du auch? 1200. Ja, das ist aber echt, also der tut mir gerade leid. Schade, der Typ, ne? Natürlich. Ehrlich. Also ist nicht wenig. Ey, sollen wir nicht mal überall schauen, Alter? Vielleicht finden wir doch was. Also vorne links stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Alter, das siehst du doch schon vom Scheinwerfer, bitte. Hast du einen Termin vom Dicker? Ja, vielleicht ist ja auch nichts und vielleicht ist da irgendwas falsch gelaufen. Wirklich. Nee, das ist, also die Schraube wird auch... Also meine Tochter ist... So ist er selbst. Selbst sie würde sagen, hier stimmt was nicht. Klar. Und weißt du, was das Schlimme ist? Diese Schraube, ich glaube nicht, dass du den so einstellen kannst. Genau. Das ist die Schraube, glaube ich, was du so genau mehr machen kannst. Und die eine Zentimeter fehlt dir hier auch. Also da wurde hundertprozentig... Da wurde was gemacht. Aber es muss sowas passiert sein, was sie sehr schnell machen mussten. Das kann sein. Kann das sein, Kermal, als du den bekommen hast? Sein. Haben die gesagt, komm erst nächste Woche? Wurdest du irgendwie verschoben? Ja. Wurdest du? Eine Woche. Echt jetzt? Ja. Jetzt weißt du auch warum. Wegen Zulassung, haben sie gesagt. Wegen Zulassung? Aber Auto haben sie im 24. zugelassen. Oh. Komischerweise. Oh, und 29. habe ich abgeholt. Ehrlich? Ach, ja. Ja, oh. Ich kann nachweisen. Ich halte mich bedeckt. Ist kein Leasing. Nein. Ist gekauft. Ist gekauft. Ja. Hallo, tut mir leid. Egal wer, wir reden. Ist jetzt egal, ob es Mercedes ist, Opel ist, egal, kann auch ein ganz normaler Autoverkäufer sein, das geht gar nicht. Aber auch nicht beim nagelneuen Auto. Ey, Leute, sogar bei einem Gebrauchten wird dir das sehen. Ja, ja, das wird man sehen. Genau. Das, also ganz das ehrlich, keine Marbe, gehst du heute noch zum Dekra? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die da sich rausreden. Und was Dekra sagt. Keine Marbe, aber trotzdem wünsche ich dir einen schönen Tag und du hast ein schönes Auto. Danke. Na, auch wenn er hier ein bisschen links hat. Sehr schönes Auto. Also wenn du willst, ich kann den dir abkaufen. Ja, aber Unfallauto, ne? Weißt ja, für Export. Exportpreis. Handeln, wo man kann, natürlich. Wie viel Prozent würdest du sagen, das ist Unfall? Zu 100%. Oder 100? Ja. Das gibt's keine zweite Meinung. Nee. Ja, du als Lackierer hast ja ganz andere Sicht. Man hat's ja gesehen, ne? Auch diese Politur, genau. Und so, ne? Auch die Schraube, die war auch nicht normal. Wann sollen wir denn hier, machen wir Feierabend? Was ist los? Aber ab morgen kein Feierabend. Heute 23 Uhr. 23 Uhr, warum so früh? Wir können auch in die Nacht reinarbeiten. Wir haben kein Problem damit. Es ist schon dann 23 Uhr. Also meine Frau ist abgehärtet. Das LK ist fertig lackiert, baut ihn gerade zusammen. Aber der Kellermann ist wieder da. Es geht ja um den GLE. An dem Tag war es ja hier. Hast du den 300er CE angeschaut und dabei haben wir ja entdeckt, richtig, dass vorne irgendwas nicht stimmt. Es sind jetzt ein paar Tage vorbei. War gestern beim Dekra. Was hat Dekra entdeckt? Da stimmt was nicht vorne. Ach du Heiligen, guck mal. Vorne, Lackwerte, Schichtdicke, 143 zu 129. Ich glaube 29 ist original. Ist aber 123 gibt es auch noch. Okay, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Du musst es einfach mal. 95. Hier 97. 113. Also das stimmt ja alles nicht. Ja, es sind gleiche Spieler, aber sind okay. Ne? Also hier bei 143, da ist es 42. Nee, aber beim Kotflügel. Beide genau, Seiten. Bei Kotflügel, ja, beide Seiten. Über 140. Was bearbeitet sind bei beide Seiten. Beide, ja, Seiten. Beide Seiten. Okay, und dann? Alle Schrauben hier. Alle Schrauben, genau, wurden gelöst. Im Bereich Schrauben wurden gelöst. Oh mein Gott, die Schrauben sind gelöst, ne? Ja. Scheinwerfer hatten wir ja gesehen gehabt, dass der gelöst war. Ja, ja, das haben wir ja gesehen. Ja, das hier haben wir ja auch gesehen gehabt, ne? Genau. Das sind die oberen. Genau. Das sind die oberen. Ja, hier Scheinwerfer ist ja ganz. Ja, das ist so. Und ist ja, wir reden ja. 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 Und hier, ah, guck mal, das ist schön. 6 mm.
rechte Seite und linke Seite 9 mm. Ach du Heilige. 2 mm Unterschied. Ja. Was hat denn Dekra jetzt gesagt? Dekra hat nur gesagt, da stimmt was nicht, oder haben wir auch schon? Was nicht, ja. Ich war heute beim Mercedes, da war jemand von TÜV Nord, hat gesagt, alles okay. Das hat TÜV Nord bei Mercedes gesagt? Ja. Eieiei, aber Dekra sagt aber wieder was anderes. Ja, das stimmt. Hast du das mitgegeben? Nein, beim Mercedes nicht. Du hast da nicht mitgegeben? Nein. Du hast nur gesagt, dass du bei Dekra warst? Ja. Wir reden immer noch von einem Auto, der knapp über 1000 Kilometer hat. Wochen alt ist. Das ist Wahnsinn. Und über 100.000 Euro kostet der. Ich weiß jetzt nicht, was man jetzt da machen kann, was für rechtliche Schritte man eingehen kann. Das kenne ich mich jetzt nicht aus. Weil es ist Neuwagen. Wir reden nicht von einem Gebrauchtauto. Ja, das ist nagelneu. Aber wenn das jetzt so ist, was Dekra sagt, und du kaufst das als Neuwagen, du hast ja den Vertrag, wo du den gekauft hast, steht ja da drauf Neuwagen. Neuwagen. Ne? Null Kilometer. 0 Kilometer Neuwagen. Du hast auch eingestiegen, wie viel Meter hat der gehabt, als du eingestiegen bist? Das war, ich glaube, 3 oder 4 Kilometer nur. Du hast den Wagen auch nicht so richtig angeschaut. Ne? Wenn du beim Mercedes nicht vertrauen sonst. Sorry, aber wenn du sowas siehst. Ist natürlich traurig. Ich kenne das von Leasing, Auto ist unten geparkt, oben machen wir den Vertrag, genau. Ich gehe runter. Sie zeigt mir ein paar Sachen, ich steige ein, bin nach Hause. Genau. Also ich gucke mir den Wagen nicht komplett an. Das tut keiner. Hast du auch nicht gemacht? Nein. Du hast dich gefreut, natürlich, das fahren, die Frau holen, weg. Ja. Ja, ist ja klar, würde jeder machen. Aber jetzt, wenn man sowas sieht. Was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt nächsten Mal einen Neuwagen kaufst? Was würdest du jetzt machen? Erst mal direkt von Dekra. Erst mal zu Dekra. Oder mit jemandem von Dekra, ja. Gleich mit ihm zusammen abholen. Mit dem zusammen abholen. Ja, klar. Ich bin echt gespannt, was daraus wird, was jetzt Mercedes sagt. Du wirst jetzt einen Anwalt einschalten und das Ganze wird dann richtig geklärt. So, wenn das jetzt einer von Mercedes sieht, ich bin ein großer Mercedes-Fan. Hier, er selber fährt ein E63 AMG. Ich fahre selber den SLK. Wir haben hier SLK 124, 123er. Dann haben wir dann S-Klasse. Ja, also eine S-Klasse. Wir lieben Mercedes. Genau, das ist auch wir lieben so, dass Mercedes. Ich wieder Mercedes kaufen würde, aber ja, ich bin eigentlich wegen der 300er war hier. Ja. Also würdest du jetzt noch mal einen Neuwagen von Mercedes kaufen? Kommt drauf an, nach dem Ergebnis. Okay. Ich glaube, da wird er, glaube ich, kein Auto mehr kaufen. Wir wollen jetzt den Namen noch nicht nennen, ja. Wo du den gekauft hast bei Mercedes. Aus ja Weil Mercedes direkt kann ja eigentlich nichts dafür. Ne? Nein, also man weiß ja nicht. Selber würde sowas nicht machen. Genau. Also da, das sage ich dir, wenn Mercedes davon Wind mitbekommt, dann ist das nicht gut für denjenigen, der dieses Auto hier verkauft hat. Kerem Abi, okay, du bist jetzt, das ist jetzt gerichtlich geklärt, es kommt raus, anscheinend ist da was passiert, die haben die Schrauben abgemacht. Sagen wir mal, er hatte vorne echt einen Unfall gehabt. Willst du zurück, willst du deine ganze Kohle wieder zurückhaben, ja. Oder wenn wir jetzt sagen, ey, weißt du was, wir gehen jetzt 30% runter vom Nein. Kaufpreis, nicht, ne? Nein. Es geht nur jetzt im Prinzip. Du hast, natürlich. Du hast jetzt, weil ich bin unfallfrei Auto gefahren, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Kannst du noch mal ganz kurz zeigen, was normal sein soll? Hier muss zum Beispiel gerade sein. Ja. Ja, das haben wir ja gesehen. Ja, das soll ja normal sein. Hier normal sein. Das soll auch normal sein. Ich mach mal die Motor. Das ist hier 9 mm. Hier, das soll normal sein. 4 mm. Auch hier, auch, ne? Alle Schrauben schon abgemacht. Ja, die haben die Stoßstange komplett vorne rausgeholt. Ja. Alle Schrauben wurden gelöst. Die haben sich nicht mal Mühe gegeben. Auch, ne? Nicht nur. Also weißt du, wie das aussieht mit der Arbeit? Die hatten Zeitdruck gehabt. Ey, du kannst mir sagen, was Mercedes macht nicht so eine Arbeit. Die hatten einfach Zeitdruck gehabt, egal wer das gemacht hat. Das kann sein, ja. Für Leute, die draußen Neuwagen kaufen, also Leute, kontrolliert das Auto von A bis Z, ehrlich. Guckt euch alles mal an. Oder am besten, die Kerle mal sofort nach Dekra. Zahlt die paar Euro. Das ist also so eine persönliche Frage. Macht es überhaupt jetzt noch Spaß, mit denen zu fahren? Oder hast du jetzt nur noch das im Kopf? Nee, wenn ich ehrlich sage, das macht immer noch Spaß. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch in meinem Kopf. Natürlich, er hat ja irgendwo einen Beigeschmack. Ne? Weil man kauft sich so ein Auto, Leute, wir reden von einem GME, AMG. 400er Diesel. Was es kostet, könnt ihr euch ja anschauen. Ja. Auf jeden Fall alles Gute, Kerem Abi. Und ich bin mal gespannt, was Mercedes dazu sagt.
und wir sind neutral. Da kommt raus, wenn ich hier drücke, ja, dann macht er hier, kommt hier raus. Also das ist... Achtung mal. Also von TÜV Nord bei Mercedes finde ich das auch ganz traurig, dass sie sagen, dass das normal ist. Also so ein Auto wäschst du ja nicht in der Waschstraße, glaube ich. Ja. Ja, du gehst ja zum Aufbereiter. Richtig. Spätestens dann hätte er das gesehen, hätte gesagt, das Ding gesehen und hätte dann gesagt, ey, hier stimmt was, du hast einen Unfall gehabt, die haben das aber schlecht gemacht. Und dann hätte die Diskussion angefangen. Hey, nicht, wenn jetzt nicht, nach 2 Monaten, nach 3 Monaten, irgendwann wäre es rausgekommen. Ja, aber nein, also nicht mal in Hobbywerkstatt würde so eine Arbeit machen. Ich habe null Ahnung mit Karosserie. Ich hätte es sogar besser gemacht. Also das ist Scheinwerfer, Festschrauben, ich denke nicht, dass das was... Ja, aber du siehst ja auch, es geht ja nicht. Du kannst da drücken, da drücken. Immer noch. Guck mal da. Ja, das geht, boah. Ja, und das ist Neuwagen. Ey, da bewegt sich alles, ja? Da bewegt sich alles. Kannst du das hier machen? Boah, hier bewegt er sich nicht mehr. Ja, hier nicht. Hier keine Klippe oder sowas. Aber da einfach. Traurig. So ein Scheinwerfer kostet bestimmt seine 6.000 Euro, wenn nicht mehr. Ja, Kerem-Abe, alles Gute. Danke. Und wir sind mal gespannt. Und wenn ihr Neuwagen kauft, kontrolliert das Auto. Zweimal. Yeni araba aldınız da siz de kontrol edin. Das war türkisch. Hat er recht. Ich wollte noch meine eigene Meinung sagen, weil das konnte ich im Video eigentlich gar nicht sagen, wie ich das Ganze so einschätze, weil ich habe auch 1-2 Tage darüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, krass, was ist das eigentlich für eine Geschichte? Ja, ich bin gerade im Urlaub und habe eine dicke Backe, bin krank, plus Wurzelbehandlung hier in der Türkei gehabt. Leute, ihr wisst nicht, was ich durchgemacht habe. Keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich in diesem Hotel bin, bin ich krank. Keine Ahnung, warum. Ich will hier Mercedes nichts unterstellen. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass Mercedes keine Ahnung davon hat, dass der Kunde den Wagen so bekommen hat. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich zu der Situation sagt, wie ihr es so einschätzt. Wer ist der Schuldige hier? Kerem-Abe auf jeden Fall nicht. Kerem-Abe ist der Opfer. Safe. Das Auto wurde ja von Bremen nach Hannover geliefert. Ich glaube, dass da irgendwas passiert ist. Irgendwo ein Transportschaden oder irgendwie ist einer da dran gefahren. Irgendwas ist passiert. Und das Ganze wurde irgendwo da auf die Schnelle fertig gemacht. Aber nicht professionell. Auf jeden Fall nicht Mercedes. Mercedes macht nicht so eine Arbeit. Und Mercedes würde einen Kunden niemals so rausschicken. Das würde auch kein Meisterbetrieb machen. Das würde auch nicht ein normaler Betrieb machen. Das muss einer gewesen sein, also jetzt, ich will hier auch nicht schlecht reden oder so, der so ein bisschen Smart Repair macht und einfach in dieser Situation einen helfen wollte und das Ganze so zusammengeschustert hat. Das schätze ich ein. Was natürlich wiederum ja das Ganze widerspricht, ist, warum hat er den Wagen eine Woche später bekommen mit der Begründung, dass wir den Wagen nicht anmelden konnten, am 29. abgeholt hat, aber am 24. angemeldet wurde. Das heißt, warum stand der 5 Tage bei Mercedes? Also kann sein, dass der Käufer doch wusste von dem Unfall. Also ja, was natürlich auch komisch ist, also TÜV Nord in dem Fall auch sagt, da ist nichts. Obwohl man das augenscheinlich ja sieht, dass an dem scheinbar was gemacht wurde. Aber die natürlich gesagt haben, nicht. Dekra hat sich das Ganze angeschaut. Das wurde gemacht. Die Stoßstange ist raus. Beide Kotflügel wurden lackiert. Stoßstange wurde lackiert, Scheinwerfer wurde gemacht. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufenden halten. Ich werde mit Kerem-Abe noch sehr oft reden. Vielleicht sieht das ja Mercedes, dieses Video, und ja, handelt selber. Ich bin genauso gespannt wie ihr, wie das Ganze enden wird. Ihr könnt ja gerne ein Abo dalassen, falls ihr das Ganze irgendwann sehen wollt. Und ich genieße noch meinen Urlaub mit Schmerzen und krank sein. Wir sehen uns die Tage. Bleibt gesund, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann.